wo lo Genetliga vun de kompakten SUV ophält, at Mittelklass bis Dörverklass aufhängt, bestimmt haut es ders immer mehr de Marketing. Mercedes-Benz findet auch noch immer so ein Kleinklach am Portfolio, erfüllt das auch mit dem GLB einem 4,30 Meter langen SUV ab. Designer von Mercedes-Benz haben sich nicht groß angestrengt, für das der GLB sportlich, dynamisch soll rüberkommen. Es stellt sich sehr heraus, dass es hier erstens um viel Platz und Komfort geht. Obwohl aber deutlich mit Müll gezeichnet wird, können die Mengen der GLB hat verschiedene Designelemente vom früheren GLK überholt, die in Demos, wenn sie in den betonten Ecken und Kanten bekannt werden. Bis ob die am Bereich von den hinnischten Dieren leicht geschwungen Fensterlinien dominieren noch Vertikallinien. Speziell mit seinen 19 Zoll große Felge wirkt ein Auto reich, auch speziell von Handen geguckt ein riecht aufhallend Linien. Von vier geguckt dominiert die große Kühlergrill mit dem Stern. An einem flottem Design LED-Luchten mit dem Winkel inkorporiert. Die Radküchte sind an einem dezenten Offroad-Look geformt, die Seitenflanken drohen eine leichte Wölbung. An dem hinnischten Teil fanden sich LED-Grafiken, genau wie beim GLC, GLE und GLS-R. Ein optischer Bodenschutz für an Handen, am linken Chrom angefasst, sorgt doch für ein bisschen Offroad-Look. Wobei das bei früher auch achromierte Zierblenden als Fake-Design ins very best herausstechen. Mit diesem Design haben die Stuttgarter einen schicken und ungedeihten SUV blechende Kostüm geschneidert. Der GLB sticht an Heftzig und erinnert seine Familienbrüder raus, und ist auch kein Stopp für unsere Konkurrenz, wo ein dem anderen gleicht. Mit seiner Länge von 4,65 m, 1,84 m breit und 1,70 m hoch, gesehen ihn auf dem GLB un, dass ein engerseits robusten und einerseits keringen Lifestyle-SUV wild sind, die nehmen den Weg von der Kannerkreisch bis zum schicken Restaurant kennen. Was der Mercedes GLB besser verspricht, hält er noch am Interieur. Der lange Radstand von 2,83 m, 10 cm mehr lang wie die B-Klasse, sorgt doch für komfortabel, bequem sitzen, viel Kopffreiheit, genauso viel Platz für Knie und Beine, auch so gut nach an der dritten Reihe. Schon an der vierten Reihe bietet komfortabel Sitzer genug Platz, eine gute Unterstützung für den Rick und eine leicht höhere Sitzposition, die dem Chauffeur auch eine gute Sicht auf alle Seiten bietet. Die Großstärke beim GLB also auch die hohe Variabilität an der zweiten Reihe. Das lässt sich optional über den Weg von 14 cm angetrennt nach innen und nach vier schubsen. Die dritte Sitzreihe riecht sich mehr und größere Familien, die regelmäßig mit Kindern unterwegs sind. Generell kann ich sagen, dass die zwei aus dem Boden rausklappen Einzelsitzer für Personen bis zu 1,70 m gedurcht sind. Der lange Radstand von 2,83 m sorgt doch für viel Platz an der Mann, die sich von 560 bis 605 Liter Ladevolumen vergrößern lässt. Die Luftdüsen, drei Stück an der Mittelkonsole, sind an der Zeit Standard Future an den Mercedes Cockpit gehen. Er sollen High- und Turbinenschippen erinnern, die auch nach Perambiente Belichtung am Dächtern rausstechen. Der Cockpit-Layout vom GLB ist auch an dem markentypischen XL-Display mit digitalen Instrumentendurchstellung am zentralen Multimedia-Bereich bestimmt. Natürlich auch mit dem Spruchfriedchen Hey Mercedes MBUX System ausgestattet. Das wirkt alles gut verschafft und passt auch zum Image von Mercedes-Benz sowie auch sein Multifunktionsvolant dazu passt. Sein digitalen Instrumentenpackage kennen wir schon aus der R-Klasse. Menüen vom Zentraldisplay lassen sich über die Wische mit dem Fanger auswählen, wobei es an den Zoom-Menüs durch einen Klick weitergeht. Kombi-Instrument am Blick vom Chauffeur lässt sich auch individuell erstellen. Aber hier muss der Manuel d'Entretien für die Dicht mit dabei gehen. Um Tableau de Bord gibt es keine großen Überraschungen. Der GLB hat schon an der Basis zwei 7 Zoll Displays für Kombi-Instrument ein Tacho und ein Touchscreen für das Mediasystem MBUX. Unser Testauto mit dem Top-Equipment sind die zwei großen Ekranen auch an einer Unität zusammengefasst. Bei Mercedes-Benz hat Sicherheit auch ihren Preis, weil unter 12 von möglichen Assistenzsystemen unterscheidet sich ein GLB kaum noch von einer S-Klasse. Den SUV führt auch auf Wunsch teilautomatisch überwerte Verkehrsfee schon auf einer Distanz von 500 Meter, passt weiter als automatisch und bremst mit dem Spurhallen-Assisten
manchmal plötzlich so rabiert auf, dass einer wächt und einem besser auf die Straße guckt. Am Mercedes GLB steht dem Client der bekannten R-Team im Motto. Eine Kombination mit einer 7- oder 8-Gang-Automatik, 2 oder 4 Radugetrieben und einer Motorpalette von 116 bis 306 PS zu maßfehlen. An unserem Testauto, dem GLB, hatten wir den Diesel 180D unter dem Kapo. Diese 4-Zylinder Diesel an der Zylindrie von 2 Liter mit einem Drehmoment von 260 Newtonmeter, einer maximalen Vitesse von 181 km an der Stunde und einem Sprint von 11,3 Sekunden von 0 auf 100 km. Alles kombiniert mit einer 8-Gang DCT-Automatik. Der GLB, über die Fischträder angetrieben, kann nicht mit einer Luftfederung bestaut gehen. Dafür gibt es aber eine adaptive Anstellung und Regelung von den Amortisseuren, die genauso guten Komfort geboten haben und den direkten Handling auch nicht vermissen gelassen. Auch seine ABS-Aufstimmung geht hier auf knüppelige Straßenverhältnisse gut optimiert. Für so einen großen SUV lassen sich mit Erstaunen handlich bewegen. Rollt für einen kompakten SUV auf 19 Zoll großen Alurädern richtig komfortabel über den Straße, kann dann aber hart knüppeln, doch nicht so richtig verstoppen. Als ein Lohmann einen gewissen Vitesse in der W und will die Schaukel vermeiden, kann vorhin am Sportmodus schon ein bisschen helfen. Wenn ihr nur wirklich alle Feinheiten, Spezialitäten vom GLB kennen wollt lehren, braucht schon ein Zeitchen, für alles rauszufinden und auszuprobieren. Weil lieber dem Fahren und nicht schon Überraschungen an puncto Sicherheitsassistent miterlebt. Auch im GLB-Terrain erweist sich Mercedes also rum als Feiertmark von der passiven Sicherheit. An einem Wort, für mich braucht der GLB auch nicht mehr Dynamik aufzugehen, denn das bleibt auch immer ein SUV, die mehr auf der Straße wie am Terrain holt. Dieser GLB lässt sich kein Schwächen. Er hat viel Platz, er ist variabel, gut verschafft und hat ein charakterstarkes Design. 37.440 Euro steht als Basis im Preisschild und dafür kriegt er schon einen nervösen SUV für den Weg bis an den Einkaufszentrum oder auch noch für die große Familienvakanz. Und für den Weg noch mehr agréabel, sportlich und komfortabel zu machen, bietet Mercedes-Benz Sängerklientel zusätzliche Kauf von interessanten preislichen Packages an.